Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIVE Universe Video, heute von Burudeng. Und was wir heute machen, habt ihr bestimmt schon den Titel und Thumbnail gesehen. Und zwar werden wir heute probieren, also ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, aber für euch wird es natürlich einfach ein Video sein, alle meine seelengebundenen Pet Candies, die ich jetzt durch das Giggled Lucky Box Opening vom Second Anniversary Event bekommen habe, in tonnenweise Pets zu buttern. Also das sind tatsächlich alles Pets aus eigenen Openings, eigener Züchtung, whatever. Ein paar habe ich jetzt gerade noch gekauft, ein paar günstige. Und ja, sollten die nicht reichen, dann kaufe ich natürlich noch ein paar. Und unser Ziel ist es jetzt letztendlich einfach, Reroll-Pets zu craften. Ich habe es zwar schon on-stream gesagt, das wäre natürlich am klügsten, wenn man nur Int-Pets, HP-Pets, Crit-Damage-Pets nehmen würde. Weil wenn die dann tatsächlich halbwegs gute Level bekommen, könnte man sie wiederum gewinnbringend verkaufen, statt sie als Reroll-Pad zu benutzen. Allerdings ist es halt tatsächlich, naja, schwierig, weil kleine Krabben findest du nicht so viel. Also ich kann jetzt nicht einfach 20 F-Krabben irgendwo kaufen. Also ich weiß nicht, ob es nur an der momentanen Situation auf Burudeng liegt oder generell. Aber es verkauft einfach keine F-Pads, auch keine E-Pads. Also es wird einfach nichts verkauft momentan. Und ja, das gestaltet sich etwas schwierig. Was man natürlich selber machen könnte, wäre einfach X öffnen. Allerdings ist X-Öffnen tatsächlich auch ziemlich schlecht, weil es lohnt sich einfach nicht. Also du zahlst im Endeffekt 10 F-Candy, die 2 Millionen Penya wert sind, und 6 von 9 Pets, die rauskommen können, sind halt ein paar hundert K wert, wenn es hochkommt. Das heißt, du verlierst einfach so viel Geld und die Chance, dass du halt nur die 3 guten bekommst und nicht die 6 schlechten sozusagen, oder die 6 eher schlechteren versus die 3 eher besseren, ja, ist halt einfach schwierig. Also wie man es anstellt, ist eigentlich ein Gamble. Aber letztendlich geht es mir wirklich, wirklich darum, Reroll-Pets zu kreieren. Und ich meine, ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit Pets gemacht, also über die letzten 1,5 Jahre in FLIVE Universe. Und sage ich mal, wenn ein Pet wirklich viel wert sein sollte, C-Klasse, ja, dann muss es eigentlich wirklich 1, 2, 3, 4 sein. Also ich meine, 1, 2, 2, 3 oder 1, 2, 3, 2 oder whatever, das interessiert niemanden. Das ist einfach nichts wirklich Besonderes. Und selbst die Stats an sich, vor allem bei einem Int-Pet zum Beispiel, es macht nahezu keinen Unterschied, ob das 1, 2, 3, 3 oder 1, 2, 3, 4 oder so ist. Es macht einfach fast keinen Unterschied. Also die wirklichen Level, die zählen, sind B, A und S. Das sind die drei dicken Level, die wirklich Kohle bringen. Und deswegen, sage ich mal, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn jetzt hier ein 1, 2, 3, 4 Hippogriff oder so kommen sollte. Ich meine, letztendlich, dann ist es halt so, ja, Pech gehabt. Aber wie gesagt, kann man halt einfach nicht kontrollieren. Und ich kann jetzt, wie gesagt, nicht tonnenweise Krabben oder so kaufen. Und ja, um euch einen kurzen Vorgeschmack zu geben, wie ich mir das vorgestellt habe, also letztendlich, ich habe jetzt einfach ein F-Pad und habe jetzt F-Candies, boom, und fertig, genau. Und dann habe ich hier, naja, nicht mehr genug F-Candies tatsächlich für das ganze Pad, aber können wir trotzdem reinbuttern. Dann habe ich E-Candies, ich habe auch ein paar E-Pads, wie gesagt. Hier ist tatsächlich auch ein Nightmare, das sogar mit 1, 2 gestartet ist, aber wie gesagt, dann sind die auch weg. Dann müssen wir gucken, ein D-Pad habe ich hier auch, ein C-Pad, ein C-Pad weiß ich tatsächlich gar nicht. C-Pad könnte sein, dass wir noch keins haben. Ja, im Endeffekt ist das Ziel jetzt einfach von jeder Klasse mal ein Pad zu haben, wo ich dann immer von jedem Charakter die ganzen seelengebundenen Candies reinballern kann. Und das werde ich jetzt so nach durchgehend machen. Und immer wenn ich die Pads auflevel, beziehungsweise ich level wahrscheinlich alle Pads dann immer gemeinsam auf, können wir das dann zusammen uns angucken, was dabei rauskommt. Ein paar Nightmares, ein paar Füchse sind ja trotzdem dabei. Vielleicht wird ja eins von denen gut. Na gut, ich habe gerade gemerkt, eben, ich habe kein C-Pad, das heißt, wir machen jetzt direkt das erste Upgrade, damit ich auch ein C-Pad habe, wo ich ein paar C-Candies reinfüttern kann. Dieser Drache hier, den habe ich sogar gererollt vom Aussehen her. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. 1, 2, 1 und wir kriegen natürlich eine 1, das ist so ein klassisches Reroll-Pad. Aber jetzt kann ich da wenigstens ein paar C-Candies reinschmeißen. Gut, ich muss kurz ein E-Pad hochleveln, weil sonst kann ich meine weiteren D-Candies gerade nicht verwerten. Deswegen machen wir kurz ein Level-Up, 1-1 zu 1-1-1. Perfekt. So, selbe Situation, ich brauche ein C-Pad, sonst kann ich nicht weitermachen. Diesmal 1-2-1, wieder ein Nightmare und wir kriegen eine 1. Ja, also bisher läuft es genauso, wie man es erwarten würde beim C-Pad oder beim Pad herstellen. Es kommt einfach nur kompletter Müll bei raus, also vollkommen egal, welches Pad man benutzt. So, jetzt sind mir nochmal die E-Pads ausgegangen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen random Hippogriff auf 1, 2. Da ist auch vollkommen egal, ob der eine 1 oder eine 2 bekommt. Aber ich glaube, es ist sogar eine... Nee, ist wieder eine 1. Dann bist du nur 1er bekommen, glaube ich. Und ja, es ist tatsächlich passiert, ich habe keine F-Pads mehr. Das ist das, was ich vorhin probiert habe, so ein bisschen anzuschneiden. Und man kann momentan auch einfach keine kaufen oder nur sehr wenige und meistens überteuert. Das ist echt nervig.
Aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Und ja, F-Candies hat man logischerweise natürlich am meisten. Und jetzt haben wir unsere erste große Session. Alle Pets hier oben sind es bei 99,99. Es handelt sich natürlich überwiegend um F- und E-Pets. Aber naja, trotzdem. Wow, da ist das erste 113-Pet. Sogar ein Fuchs. Aber wie schon gesagt, 113 oder 122. Es ist also die ersten drei Level sind wirklich die irrelevantesten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und vor allem bin ich ja nicht der Einzige, der sehr viele Pet-Candies von dem Dungeon bekommen hat. Und generell, das ist 1-1 gegangen, sind Pets mittlerweile irgendwie, naja, auf dem, ich würde nicht sagen, absteigenden Ast. Aber sie sind auf jeden Fall, ja, einfach gesunken vom Wert her. Und das hat natürlich, wie gesagt, viele Gründe. Oh, das ist, glaube ich, sogar eins. Achso, es ist ja ein D-Klasse-Pet, nevermind. Würde schon sagen. Okay. Also bei den Hippogriffs, da ist es wirklich am absolut langweiligsten. Aber wir kriegen wirklich überwiegend Einser. Also wenn man jetzt einmal einen guten Wert auf einem guten Pet bekommt, theoretisch, dass wenn der 113-Fuchs dann noch eine 4 bekommt, sage ich mal, würde er langsam in einen Bereich kommen, wo man sagen könnte, okay, vielleicht wird das noch was. Oder vielleicht wird das was Interessantes. Genau. Aber ich muss sagen, bei den Pet-Candies, ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass wir da deutlich mehr bekommen. Also am schlimmsten finde ich einfach, also ich habe das irgendwie beim Opening gar nicht so realisiert, weil ich da echt nur auf die A-Candies geachtet habe. Und die B-Candies hatten ja bei den Giggle-Lucky-Boxen, das will ich lügen, entweder 0,4 oder 0,6. Und die A-Candies hatten 0,25. Also auf jeden Fall hatten die B-Candies nochmal eine deutlich bessere Chance als die A- oder was heißt deutlich, aber nochmal eine bessere Chance als die A-Candies. Aber lustigerweise hatte ich jetzt bei 4 Chars keinen einzigen B-Candy. Bei die meisten Chars hatten so um die 400 Boxen. Das fand ich schon ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Das ist mir beim Opening echt nicht so aufgefallen. Also ich glaube, ich habe es hin und wieder mal erwähnt, kein B-Candy oder so. Aber wie gesagt, das waren ja so viele Boxen, da habe ich wirklich überwiegend auf die A-Candies und auf die Party-Scrolls geachtet. Und nicht wirklich auf die B-Candies. Aber das scheine ich jetzt zu bereuen, weil die B-Candies wären natürlich für mich am interessantesten, weil ich will ja A-Reroll-Pets craften sozusagen. Und, oder zumindest schon mal den Grundstein dafür legen. Und ohne B-Candies ist das natürlich schwierig, weil man braucht 25 B-Candies für ein A-Pet. Also von B auf A braucht man 25 Stück. Und das ist schon ganz schön viel. Und wie gesagt, jetzt auf 4 Chars erstmal keinen einzigen B-Candy gehabt. Das tut weh. Oh, nochmal 113? No way, wir haben 2 Füchse mit 113, lol. Legit alle Pets im Endeffekt eine 1 bekommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ah, das ist der... Und der kriegt jetzt safe eine 1. Ah, eine 2. Wow. Das ist so traurig. B-Pet mit 7 Int. Ja, kaum besser als aus dem Dungeon. Genau, das ist unser erstes B-Pet, was wir hier mehr oder weniger durch diese Candies gecraftet haben. Genau, wir haben jetzt natürlich sehr viele C-Pets. C- und D-Pets haben wir jetzt einige. So, sind wir gleich fertig. Crit Damage 4 ist 1-1, ne? Ja, meine einzige Krabbe, und die geht natürlich 1-1, war auch so klar. Und da haben wir noch ein Angel. Eine Krabbe und ein Angel, das ist auch echt traurig. Vielleicht kriegt der Angel ja was Besseres. Ich glaube, der ist schon E-Klasse. Genau, der ist schon 1-1 leider. Und kriegt der Angel noch was? 1-1-1. Ja, natürlich. Ja, die guten Pets, alle überwiegend schlechte Level. Ja, und die schlechten Pets auch. Eigentlich hat alles ein schlechtes Level bekommen. Das ist halt echt crazy. Das sind die niedrigsten Levels gewesen. E, F, D, C, 1B. Und die haben wirklich fast durchgehend Einser bekommen. Wobei du halt legit eine 30% Chance auf 2 hast und so. Also, keine Ahnung. Crazy. Aber ja, ich mache jetzt für mich erstmal einen Break, für euch geht's direkt weiter. Ein kleines Highlight, eine F-Krabbe wird Level Up gemacht. Und kriegt sie eine 2? Yeah, let's go. Perfekte E-Krabbe. So, wir stehen kurz vorm Finale. Wir brauchen noch ein neues C-Pad, das ist jetzt einer von diesen 113-Füchsen. 1-1-3-1. Okay, und jetzt brauche ich noch ein weiteres E-Pet. Krabbe. 1-1. Okay. Was für ein Rodeo. Also, ich muss sagen, ich bin maßlos enttäuscht.
Irgendwie hatte ich zu Beginn des Second Anniversary Events gedacht, man würde deutlich mehr Pad Candies bekommen. Gut, das hat sich schon beim Opening abgezeichnet, dass man eigentlich fast nur E- und F-Candies bekommen hat. Selbst D- und C-Candies waren teilweise fast nicht da. B und A bei vielen Charaktern gar nicht bekommen. Also entweder A nicht bekommen oder B nicht bekommen. Beides nicht, war sehr selten. Aber hatte ich auch einen Charakter, glaube ich, der keins von beiden hatte. Bei über 400 Boxen mit einer 0,6% Chance ist auch schon etwas blöd. Aber naja, ich meine, kann man nichts machen. Es ist trotzdem relativ krass, dass ich habe jetzt hier wirklich alles im Inventar, was ich jetzt gratis erstellt habe. Ja? Also ich habe jetzt tonnenweise E-Pads natürlich mit 0%. Gut, das ist natürlich nichts wirklich Besonderes. Hier ein D-Pad, ein D-Pad, ein D-Pad. Das sind auch wirklich die ultra schlecht gelevelten und die unwichtigen Pads, die nichts wert wären, vollkommen egal, wie sie gelevelt sind. Dann haben wir die mittlere Reihe. Hier war natürlich der Einstiegspunkt, was D oder C? Auf jeden Fall deutlich niedriger, trotzdem ist jetzt B mit 32%. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kohle. Dann hier, die meisten Pads müssten eigentlich tatsächlich von F hochgezogen sein. Also C-Pad mit 28, D-Pad mit 99, aka C-Pad, B-Pad, also C-Pad mit 99 ist ja ein B-Pad, noch ein C-Pad. Dann der Behemoth hier, der war, soweit ich weiß, B-Klasse, haben wir auf 100% gemacht, das sind genau 100 Millionen Penya. Genau, und dann haben wir jetzt hier noch einige Pads mit 99%, die wir jetzt noch Level-Up machen. Und ja, also insgesamt waren es auf jeden Fall ein paar 100 Millionen Penya. Plus, man muss jetzt natürlich abziehen, ich habe keinen einzigen A-Candy logischerweise verwendet, weil die brauchen wir jetzt ja nicht. Waren zwar nicht ultra viele, ich habe es jetzt nicht gezählt, müssten so irgendwas zwischen 20 und 25 sein. Ist auch nicht die Welt leider tatsächlich, aber ist auch nochmal ein bisschen Kohle wert. Und ja, jetzt gucken wir mal, was hier noch rauskommt. Und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich schon die Frage gestellt haben, naja gut, aber was mache ich jetzt mit diesen ganzen E-Pads, weil, oh, 1, 2, nice. Weil, wenn ich die jetzt weiterziehen würde, also in Anführungszeichen habe ich jetzt sau viele E, ein paar C, paar D, paar B-Pads sozusagen gratis bekommen. Ja, also wie gesagt, paar hundert Millionen Penya in Pads sozusagen. Aber was mache ich jetzt damit? Und das ist eine berechtigte Frage und da muss man jetzt echt aufpassen, weil es gibt ja Reroll-Pads aus Dungeons. Und ich habe es jetzt einfach mal nachgerechnet, so mit den aktuellen Marktpreisen. Wenn du ein C-Pad, also beziehungsweise bei den C-Pads ist es ganz klar, alles was mindestens C ist, deswegen sind die hier auch schon so etwas sondiert sozusagen, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich die jetzt mit meinem eigenen Penya noch bis auf A ziehe, weil dann war es günstiger, als wenn ich ein A-Reroll-Pad vom aktuellen Markt gekauft habe. Also die günstigsten A-Pads, die ich bisher gesehen habe auf Bodeng, waren 180 Millionen. Ich habe schon gehört, manchmal hat man es auch schon günstiger bekommen. Also ich sage jetzt einfach mal vielleicht 170 Millionen. Ist wohl das allergünstigste, was du bekommst, wenn es jemand einfach sofort loswerden will. Ich glaube, für 175 habe ich tatsächlich auch schon mal eins gekauft. Aber egal, eigentlich ist so 180 günstig. Viele wollen 190, manche wollen immer noch 200. Eigentlich ist es, also die Herstellungskosten von einem A-Pad sind 220. Ja, viele wollen, wie gesagt, irgendwas zwischen 190 und 200 oftmals. Aber eigentlich, wenn du jetzt wirklich A-Pads loswerden willst, oder sagen wir mal, du hast den ganzen Shop voll, dann dauert es ewig. Also vermutlich wirst du sie günstiger verkaufen. Und das heißt, wenn man da ein bisschen die Mathematik dahinter macht, am besten blende ich euch einfach die Tabelle ein, fällt mir gerade auf. Und zwar wie folgt. Ist es so. Also, das hier sind die Herstellkosten der jeweiligen Stufe. Also von F auf E kostet 4 Millionen, von E auf D kostet 14 Millionen. Also da sieht man jetzt schon, es hört sich jetzt so wenig an, was wir hier bekommen, aber jedes E-Pad, das wir jetzt in Anführungszeichen gratis bekommen haben, ist in 4 Millionen Penya. Jedes D-Pad 14, also dann nochmal 14 Millionen und so weiter. Also ich meine, hier stecken wirklich hunderte Millionen Penya drin. Es sieht schlechter aus, als es tatsächlich ist. Also in Zahlen ausgedrückt ist es trotzdem besser, die Ausbeute sozusagen. Genau, und von B auf A kostet 100 Millionen, Gesamtkosten für ein A-Pad sind 220. Und das heißt, am Markt aber tatsächlich ja nur 180. Und das wiederum bedeutet, wir müssen halt aufpassen, weil wenn ich jetzt hier ein E-Pad, das ich gratis bekommen habe, hochziehe, dann spare ich mir quasi 4 Millionen, aber es muss immer noch 216 zahlen. Das heißt, wenn ich jetzt ein E-Pad von mir selber, das ich gratis bekommen habe, auf A mache, zahle ich dafür 216 Millionen, kann aber am Markt Reroll-Pads im besten Fall für 180 oder weniger, im Normalfall für 180 bis 200 kaufen. Oder 185 bis 200, whatever, wie gerade schon erläutert. Das heißt, ich würde 30 Millionen
ungefähr mehr zahlen, 20, 30 Millionen mehr zahlen, als wenn ich mir einfach ein Reroll-Pad vom Markt kaufe. Das heißt, das wäre dumm. Das heißt, die ganzen E-Pads, die werde ich jetzt resellen, beziehungsweise verkaufen. Ja, sie haben mich nichts gekostet. Sie sind mindestens 6 Millionen wert, also nur von F auf E sind 4 Millionen. Aber ich habe ja bei F-Pad gestartet, nicht bei X, deswegen sind es für mich effektiv nur 4 Millionen, aber ist egal. Jedenfalls, die kann ich jetzt für maximal 6 Millionen quasi verkaufen. Das gleiche gilt für die D-Pads, die kosten insgesamt 20 Millionen. 220 minus 20 sind 200, würde mich 200 Mio kosten, teurer ist der Markt, lohnt nicht. Aber jetzt kommen wir hier zu C-Pads. Bei C-Pads ist es so, ein C-Pad kostet in der Herstellung tatsächlich 57,5. Das ist es natürlich nicht wert, keine Frage. Aber wir können diese 57,5 abziehen, weil wir starten ja dann von C und müssen nur auf B und A machen. Und von C auf B und dann auf A kostet uns insgesamt 162 Millionen, 162,5 Millionen. Und das ist günstiger als am Markt. Das heißt, alle meine C-Pads kann ich jetzt auf eigene Kosten auf A machen. Und ich zahle insgesamt trotzdem ungefähr 20 Millionen weniger, als wenn ich ein Reroll-Pad gekauft habe. Ist natürlich trotzdem irgendwie schade, weil es nicht so eine krasse Ersparnis ist, aber immerhin ist es eine. Und das eine kostenlose B-Pad und das eine halbe B-Pad, das spart uns natürlich richtig Kohle, weil das eine kostenlose B-Pad kostet mich quasi, oder nee, B-Pads haben wir gleich zwei. Genau, wir haben jetzt zwei C-Pads mit 99, whatever, ist ja egal. Auf jeden Fall ein B-Pad, wenn ich das gratis bekomme sozusagen, in Anführungszeichen gratis, dann spare ich mir damit 120 Millionen. Und muss dann nochmal 100 drauf zahlen, aber kriegt quasi ein A-Pad effektiv für 100 Millionen Penya. Das ist günstig. Das ist sogar sehr günstig. Und ja, so funktioniert die Logik dahinter. Ja, nur, dass ihr jetzt das so ein bisschen verstehen könnt. Also da muss man, wie gesagt, echt aufpassen. Wenn ich jetzt einfach blind, ich meine, wo jetzt zum Teufel soll ich so viel Penya nehmen? Ihr seht ja selber, ein Pad würde 220 Millionen kosten. Ich habe ein ganzes Inventar voller Pads, das wären Milliarden von Penya, die ich logischerweise jetzt gerade nicht habe. Aber wenn ich das machen würde, dann wäre das extrem dämlich, weil das würde mich einfach sau viel Penya kosten und letztendlich würde ich dann drauf zahlen und dann hätte mir das Event nicht in eine Ersparnis gebracht und in Anführungszeichen günstige A-Reroll-Pads oder sogar gratis A-Reroll-Pads, sondern ganz im Gegenteil, es würde mein ganzes Penya verschlingen und letztendlich würde ich weniger Pads haben, als wenn ich einfach Reroll-Pads gekauft hätte. Und das ist, wie gesagt, so die Mathematik bzw. Logik dahinter. Ja, und jetzt machen wir noch diese ganzen Level-Ups hier, die uns noch ausstehen. Ich habe jetzt noch diese beiden Pets, die halb fertig waren, noch auf 100% gemacht, auf eigene Kosten natürlich. Das eine hatte 50% F und das andere hatte 25% E. Das war diese eine 1-1-Krabbe. Oh, sie wird 1-1-1. Also das ist, obwohl sie eine Krabbe ist, bleibt sie Reroll-Pad leider. Trash. Und wird natürlich nicht weiterverwertet. Es ist nur ein D-Pad. Wie gesagt, wir brauchen mindestens C-Pad. Ansonsten lohnt sich das nicht. Das gleiche geht eigentlich für diese gesamte obere Reihe da. F-Fuchs geht 1-2. Nice. Ich weiß nicht, ob 1-2 Füchse wirklich mehr wert sind als andere E-Reroll-Pads. Probably nicht. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass die wirklich was wert sind. Der ist sogar 1-1 gegangen. E-Fuchs. Dann haben wir noch ein E-Nightmare. Ich weiß trotzdem gut, dass ich einige gute Pads habe, in Anführungszeichen. Aber gut, wenn sie 1-1 gehen, ist es wirklich vollkommen egal. Also zumindest bei den 1-2 oder was hat man noch? 1-1. Na gut, die 1-1-3er, die sind jetzt tatsächlich beides B-Pads, die bei denen eher nicht, ne? Aber ja, auch hier sowas Angel. Ich denke, es ist trotzdem leichter verkäuflich. Oder ich hoffe es zumindest. Weil, wie gesagt, ich muss das jetzt alles verkaufen, leider. Sonst ist das Geld, sage ich mal, in Anführungszeichen, zwar nicht weg, weil ich habe ja im Endeffekt kaum was ausgegeben. Also ich meine, ich habe es gerade 15 Mio ausgegeben oder so für ein paar Candies. Aber letztendlich eigentlich überhaupt keine Kosten bisher gehabt für die ganzen Pads. Von dem her. Achso, nee, die war. Achso, die war schon 1-2, lol. 1-2-2? Egal, wird so oder so verkauft. Genau, was haben wir dann hier noch? Genau, unser eines A-Pad. Ich würde sagen, das heben wir uns noch auf. Move wir mal die Reihe ein bisschen hoch, weil hier geht uns langsam der Platz aus. Das hier sind noch die uninteressanten Pads. Gut, bei dem Hippogriff, das interessiert wirklich niemanden, was der wird. Oder bekommen 3x1 Reroll Pad. Auch 3x1. Und Tiger 1. Ups, das war's noch nicht. 1-2 sogar, aber es ist halt ein Tiger. Und dann haben wir noch eine E-Krabbe mit 1-1 und sie geht 1-1-2. Oh ne, 1-1. Achso, die kriegt immer 2%, ne? Verdammt. Ey, ich find's eh so crazy, ne? Ich habe vorhin eine Krabbe gesehen auf Burudeng.
Die hat 25 Crit Damage gegeben und wird für 640 Mio verkauft oder so. Wir haben es gerade gesehen, Herstellkosten für ein Pet. Oh, ich merke, wir haben eh noch die falsche Ansicht, lol. Herstellungskosten für ein S-Pet sind 545 Millionen. Reroll-Pets so knappe 500 Millionen, 480 sieht man sehr oft. Oder 400 bis 500 sieht man sehr oft. Und du zahlst 140 mehr. Und statt einer Krabbe, die was 12% oder 14% gibt, gibt sie 25. Maximum ist was 45 oder so. Und du zahlst im Endeffekt nur 100 Mio mehr oder ein bisschen mehr als 100 Mio mehr als für ein Reroll-Pet. Sie gibt aber 25% Crit-Damage, was ja actually saugut ist. Also ich meine, 25% permanent mehr Crit-Damage ist ja saugeil. Also das ist bei den Krabben echt insane. Hier 1-1-1 und die gibt einfach 6 Crit-Damage. Das ist einfach voll gut eigentlich. Das gleiche geht beim Angel. 1-1-1 und die gibt 3 Crit-Rate. Ja, 3 Crit-Rate ist eigentlich hammergeil. Also ich finde bei Krabbe und Angel, die geben so unverhältnismäßig krasse Werte. Weil zum Beispiel, wenn man sich hier anguckt, Angriff plus 27 versus 3 Crit-Rate. Ja, das ist einfach Müll. Oder Verteidigung plus 18 versus 3 Crit-Rate. Das ist einfach Müll. Oder selbst Int, ja, 3 Int. Oder gut, das ist jetzt 1-1. 1-1-1, 3 Int versus 3 Crit-Rate. Ja, 3 Crit-Rate ist millionenmal besser. Es ist wirklich bei manchen Pets echt unfair, wie heftig sie sind. Selbst auf niedrigen Stufen und mit schlechten Leveln versus andere Pets mit niedrigen Stufen und schlechten Leveln. Also es ist irgendwie komisch. Also keine Ahnung, warum das so ist. Genau, und jetzt, achso, nee, reines Reroll-Pad haben wir noch hier. E-Klasse Löwe. Mist. Auch 1-1-1. Ich habe so viele Pets, die 1-1-1 gegangen sind. Crazy. Okay, und das ist jetzt unsere Truppe, sag ich mal. Die mir tatsächlich hier Geld einbringen oder Geld sparen, trifft es wohl besser. Das heißt, insgesamt kriege ich hier 6 ermäßigte A-Pets sozusagen durch das Second Anniversary Event mit dem Dungeon. Das eine ist auch tatsächlich schon fertig hier. Was ist das? Ein Tiger mit 1-1-2-3-1. Und der kriegt noch eine 2 sogar. Aber auch das ist lustig, ne? Das ist ein A-Tiger und der kriegt einfach 11 STR. Obwohl er sogar 2er und 3er dabei hat. Also crazy. Aber ja, das Pad war jetzt mehr oder weniger, naja, nicht wirklich gratis. Ich habe auf B angefangen. Aber ich meine, ich habe den mal ziemlich günstig gekauft. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo der her ist. Genau, dann das halbfertige B-Pad, wo wir irgendwie auf C oder D gestartet sind. Ne, da sind wir auf D gestartet, das weiß ich noch genau. Also auch das hier eine große Ersparnis, da fehlt nicht mehr allzu viel. Dann hier 1-1-1 wird zu einem C-Pad, das gratis war. Viermal die 1. Dann hier haben wir ein gratis B-Pad. Das ist, glaube ich, auch 5 mal die 1, oder? Ne, eine 2. Oh, so ja, 2-2, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, tut mir leid. Diese Pets. Ach ja, und der ist noch nicht fertig, genau. Ja, aber das Problem ist tatsächlich, aktuell habe ich nicht so ultra viel Penny auf Bodeng, weil ihr wisst ja, das Doppel-Upgrade-Event-Chance-Event war noch nicht vor allzu langer Zeit. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen Penny. Ja gut, aber es bringt nichts. Ich kann mir jetzt hier, also wie gesagt, es kostet 100 Millionen Penny. Das ist einfach too much. Das heißt, allein diese 5 Pets hier kostet mich eine halbe Milliarde. Naja, nicht mehr ganz, aber ja, knapp eine halbe Milliarde. Das ist schon ziemlich viel. Also das kann ich jetzt tatsächlich gerade nicht einfach so hinblättern. Ist aber auch relativ egal, weil die sind alle so schlecht gelevelt. Ich sag mal so, selbst wenn die hier jetzt noch eine 4 oder eine 5 bekommen. Na gut, wenn sie eine 4 und eine 5 bekommen, dann wäre es was anderes. Aber ja, das wird nicht passieren. Also falls es passiert, sage ich es euch auf jeden Fall. Aber letztendlich war das jetzt unsere Ausbeute von dem Second Anniversary Event nochmal zusammengefasst mit den Candies. Also rückblickend betrachtet, für die Candies hat es sich definitiv nicht gelohnt. Oder sagen wir es so. Also natürlich hat es sich irgendwie jetzt schon gelohnt. Ich meine, ich habe es mit so vielen Chars gemacht. Wie gesagt, es sind hunderte Millionen Penya plus die A-Candies, die am meisten wert sind, sind hier gar nicht dabei. Trotzdem muss man natürlich den Aufwand bedenken, den das Ganze gemacht hat. Und das war schon sehr viel Zeitaufwand auf jeden Fall. Es waren ja jeden Tag so 40 Minuten ungefähr auf Burudeng. Das heißt, das wesentlich krassere, was mir schon beim Upgrade-Event aufgefallen ist, waren definitiv die Materialien. Theoretisch sogar die Berries, weil schaut mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Man kriegt hier zwischen 300 und 500 Berries mal 100. Das heißt, es sind wirklich zigtausend Berries. Klar, Berries sind kaum was wert. Aber im Endeffekt muss ich nie wieder in meinem Leben Berries farmen, weil jeder meiner Chars hat über 100
knapp 200 Berry Select Boxen. Wirklich mit zigtausend Berries, also die werden mir nie wieder in meinem Leben ausgehen. Wie gesagt, das ist eine geringe Ersparnis. Und die Materialboxen aber auch noch dazu gerechnet, hat jeder meiner Chars mindestens 15 bis 20.000 Materialien mal 15 Chars habe ich benutzt. Ne, ich habe sogar 16 Chars benutzt. Also auch über mehrere hunderttausende Materialien gerechnet, die dann auch nochmal mehrere hundert Millionen oder sogar über eine, die müssten sogar Milliarden wert sein, die Materialien. Also alles in allem hat sich natürlich schon gelohnt, aber mein Hauptfokus war, oder meine Hauptaugenmerk lag eigentlich schon auf den Candies, ja, aber ich habe mir vorher schon ausgerechnet, irgendwie für alle Candies zusammen waren es irgendwie 12% oder so, für alle Hauptgewinne waren es irgendwie 12%, so habe ich es damals, glaube ich, gerechnet. Und ja, das ist natürlich nicht viel und das hat man dann jetzt wirklich auch einfach nochmal gemerkt. Vor allem bei den B-Candies hat es halt einfach gefehlt. D und C leider auch. Ich meine, ich hatte manche Charakter, die hatten 12, 13 D-Candies. Das hat mich dann immer gefreut, weil das dann natürlich um so viel mehr Geld ist. Aber es gab auch welche, die hatten 2 C, kein B und 4 D oder so. Also das hat dann halt schon wehgetan. Dafür hatten sie dann 45 F oder so und manche hatten nur 30 F, aber ja, toll. Bringt mir jetzt auch nicht wirklich was, weil F ist leider nicht so eine große Ersparnis gewesen. Aber wie gesagt, alles in allem passt das schon so. Es hat mir auf jeden Fall Geld gespart und ja, theoretisch kann ich jetzt auch noch eine ganze Menge Geld verdienen mit diesen ganzen tollen Reroll-Pets. Ja, freue ich mich richtig, die alle zu verkaufen. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, Pet-Händler zu werden. Und ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, war es noch so ein Follow-Up-Date-Video zum Second Anniversary Event mit dem Second Anniversary Dungeon. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Flyve-Universe-Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.